Liebe Freunde der gepflegten Corona-Statistik, ich habe mir heute erneut die Corona-Statistik des RKI runtergeladen und habe sie auf Google Spreadsheets importiert oder in Google Spreadsheets in ein neues und übrig geblieben von einer Reihe von Spalten, die ich betrachten möchte, sind also Bundesland, Landkreis, Altersgruppe, Geschlecht, Anzahl Fall und Anzahl Todesfall. So, hier sind also sämtliche positiv Getesteten und auch inklusive der Sterbefälle aufgelistet. Ich gehe ans Ende der Tabelle und ihr seht, sie endet mit Thüringen, Altenburger Land, Alter unbekannt, männlich, positiv getestet, nicht gestorben. In der Summe in Deutschland wurden also knapp 450.000 Menschen bisher positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet und davon sind etwas mehr als 10.000 gestorben. Wie ich in einem meiner vergangenen Videos bereits gezeigt habe, kann man sich mit einer sogenannten Filterfunktion einzelne Aspekte rauskratzen. Das habe ich einmal gemacht für das Bundesland Sachsen. Da bleiben dann noch 10.000 Zeilen übrig. Mit knapp 14.000 positiv getesteten, auch hier Ansicht, fixieren, eine Zeile, zack. Es bleiben 14.000 übrig, Fälle, 283 Todesfälle im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2-Virus und das entspricht einer Todesfallrate zwischen Fallzahl und Todesfall von 2%, 2,02% sachsenweit. Ich habe die Filterfunktion verfeinert und zwar auf die Landkreise. Ich habe am Ende Summen gebildet für die kreisfreie Stadt Dresden. 1709 positiv getestete, 15 Todesfälle. Das ist zufälligerweise identisch mit der Zahl an Menschen, die täglich in Dresden statistisch stirbt. Jeden Tag sterben in Dresden 15 Menschen. Und seit Ausbruch der sogenannten Corona-Krise sind also insgesamt 15 Menschen an oder mit dem SARS-CoV-2-Virus gestorben. Das entspricht einer Quote von 0,88%. Das gleiche für Leipzig 1,13%, Chemnitz 1,01%, Bautzen 2,1%, Meißen 3,72%, das ist bis jetzt die höchste Zahl. Görlitz 3,28, etwas niedriger, Landkreis Leipzig 0,84%, Landkreis Nordsachsen, oh, im Landkreis Nordsachsen sind tatsächlich 0 Menschen an oder mit dem SARS-CoV-2-Virus gestorben, bei 634 Tests, Testpositiven. Sächsische Schweiz, Osterzgebirge 0,22, auch sehr niedrig. Erzgebirgskreis hat die meisten Testpositiven und auch die meisten Sterbefälle, nämlich 68. Das führt zu einer Quote von 2,82%, Mittelsachsen 1,33%, Vogtlandkreis 3,24% und last but not least Zwickau mit 3,61%, wenn man vergleicht die Anzahl der Fälle und sie ins Verhältnis setzt mit der Anzahl der Todesfälle. Das dazu. Dann kurze Zwischenrechnung, die nicht wirklich, obwohl doch, das ist auch aussagekräftig. Dann habe ich mir ausgesucht, er möge mir doch bitte nur die Sterbefälle zeigen. Zufälligerweise hat er das schön nach Altersgruppen sortiert und ich habe markiert alle Sterbefälle, die unter 60, wo die Menschen unter 60 Jahre alt waren. Ihr seht also, im Landkreis Bautzen sind 2 Menschen unter 60 gestorben, und zwar im Alter von 35 bis 59. In Meißen war es einer, sind insgesamt 3. Im Erzgebirgskreis einer, sind 4. In Mittelsachsen einer, sind 5. Und in Zwickau weitere 2, macht also 7 Sterbefälle im Zusammenhang mit dem SARS-CoV-2-Virus in ganz Sachsen. In ganz Sachsen sind 7 Menschen bisher gestorben an oder mit dem SARS-CoV-2-Virus, die jünger als 60 Jahre alt waren. Dabei will ich es bewenden lassen.
Lasst es auf euch wirken und überlegt euch, ob diese Maßnahmen, die uns alle betreffen, die unsere Kinder betreffen, die Schüler und Schülerinnen betreffen, wie auch immer, das ist Wahnsinn.